Und wir haben wieder neue Musik. Und ich kann euch verraten, dass dieses Lied hier gleich nochmal den Lieblingstitel mit ablöst. Häschen. Und ein Kistenstapel, wo wir leider nichts anwählen können. Ja, können wir auch nichts kaputt machen? Oh, Golderz. Ein weiterer Kistenhaufen, wo wir wieder nichts machen können, aber... Okay, naja, was soll's. Heute mal ohne Alkohol. Und das ist sie, Dana. Die Schönheit vom Lande. Die alle Männer verzaubert. Und sie hat die gleiche Frisur wie wir. Interessant. Achso, war ich jetzt schon? Ja, und genau wegen dieser Stelle finde ich die Musik halt auch sehr, sehr schön. Okay, das brauchen wir nicht. Und Karl Jakob. Ja, die Musik klingt halt so richtig schön. Auch nach Aufbruchsstimmung und Fernweh und also es ist so eine Mischung aus so Reisefieber und halt dieser friedlichen Geborgenheit, die man sozusagen hier auf so einem Bauernhof hat. Naja, gut, wenn man sich jetzt hier anguckt, diesen Schutzwall, sieht jetzt nicht so sehr nach Frieden aus, aber ihr wisst, was ich meine. Okay, ja, nachdem die Musik jetzt einmal durchgelaufen ist, können wir jetzt auch hier mit den ganzen Leuten mal sprechen. Warum müssen denn immer wir Wache schieben? Ja, wenn ich nur daran denke, wie Merrill und seine Kumpels gerade einen Heidenspaß im schwarzen Eber haben. Nicht Schluss mehr. Schluss mit dem Gejammer, klar? Wir gehören zum neuen Orden und sind keine einfachen Wachleute. Man möge uns verzeihen, dass unsere Lippen lieber an einem Humpen kleben würden, als an Ludwigs Mutter. Lionel. Seid gegrüßt. Ich wette, ihr habt aufregendere Dinge zu tun als wir. Och ja. Gegend erkunden. Hier den Bauern ausrauben. Können wir bestimmt alles mal später gebrauchen. Town. Guten Tag. Redet mit, ich mache alles genau nach Vorschrift, Lomax, wenn ihr etwas braucht. Der neue Orden grüßt euch, Drachentöter. Und die Drachentöter euch. Ja. Formalitäten sorgen bei mir an gewissen Stellen für Juckreiz. Na, so sind wir natürlich nicht drauf. Wir sind natürlich höflich. Schön, dass unsere Orden freundschaftliche Beziehungen heben. So sagt, wie kann ich euch zu Diensten sein? Wir lesen deine Gedanken. 40. Oh, Elisabeth, wenn ich doch nur euer Herz gewinnen könnte. Oh, interessant. Ich brauche keine Hilfe, aber danke. Wie ihr wünscht. Ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Ja. Er ist hier und er schiebt quasi hier den Dienst auf dem Hof, wo Dana arbeitet. Aber er denkt nur an Elisabeth, die andere vom Neuen Orden. Das ist natürlich interessant. Karl Jakob. Einen wunderschönen guten Morgen. Wünsche ich euch auch. Wie ist das Leben auf dem Hof? Ja, ich grüße euch auch. Alles in Ordnung, hoffe ich. Oh, wir machen mal das Erste. In Ordnung, wenn es genug regnet und die Goblins unter sich bleiben. Eins sage ich euch, dieser neue Orden geht mir wirklich auf die Nerven. Einige von denen haben eine meiner Scheunen in Beschlag genommen, aber ich denke, dass sie bald verschwinden. Und wieder Gedanken lesen. 33. Guter Tag für die Arbeit auf dem Hof. Wie jeder Tag.
Ja, seid auf der Hut. Ein neuer Tag und nichts hat sich verändert. Ja. Okay, aber Dana hat jetzt hier das Ausrufezeichen. Das ist natürlich sehr viel spannender für uns. Oh, guten Tag, Drachentöter. Würdet ihr mir einen kleinen Gefallen tun? Aber selbstverständlich, meine Damen. Tut mir leid, ich bin auf Drachenjagd. Ja, wir machen natürlich das Erste. Wunderbar. Bitte bringt diesen Brief zu Dag, dem Dorfschmied. Ah ja. Aber erzählt meinem Mann nichts davon, das ist vertraulich. Ah ja. Ist der Name eines Gegenstands orangefarben, könnt ihr damit in eurem Inventar interagieren. Habt ihr Dag den Brief gegeben? Nein, aber ich möchte erstmal noch deine Gedanken lesen. 40 Erfahrungspunkte. Warum bewahrt Karl den Schlüssel auf einem Balken auf? Da komme ich nicht dran. Ah. Moment mal, vielleicht gerade besser. Leb wohl, Dana. Lebt wohl. Ja. Also wir haben jetzt hier in unseren Questgegenständen, also ja, 3 Goblinherzen. Wir haben den Geldbeutel, den könnten wir quasi auch benutzen und dann könnten wir das Geld rausnehmen und unserem eigenen Kontostand hinzufügen. Und wir haben den versiegelten Liebesbrief. Ja, das ist natürlich hier alles so ein bisschen... Also wir haben jetzt hier so ganz klassisch rollenspielmäßig natürlich die Wahl. Wir könnten jetzt den Brief halt einfach so übergeben, wie er ist. Wir können ihn aufmachen und lesen. Und wir könnten ihn auch so, wie er ist, glaube ich, dem Karl geben. Oder wir könnten ihn offen dem Karl geben. Und ja, also wir können uns hier quasi entscheiden, ob wir uns auf die Seite von Dana schlagen. Von der wir ja wissen, dass sie sehr, ich sag mal, umtriebig ist. Oder wir könnten uns auf die Seite von Karl schlagen und ihm erzählen, was seine Frau so macht. Mit Leuten im Dorf. Männern im Dorf, wohlbemerkt. Aber bevor wir diese Entscheidung treffen, schauen wir uns hier noch ein bisschen mehr um. Beziehungsweise können wir das mit den Schweinen vielleicht jetzt auch mal machen. Achso, verschlossen. Die Tür geht nicht auf. Machen wir das nochmal. Wir können auch mit den Schweinen jetzt hier noch nicht interagieren. Das heißt, wir brauchen den Schlüssel erstmal wahrscheinlich. Willkommen zurück. So sagt, wie kann ich euch, wie ihr wünscht. Okay, gut. Dann schauen wir uns erstmal noch weiter an. Na gut. Schade. Ah ja, und da sehen wir ihn auch schon funkeln und Glitzer an den Schlüssel. Und wir kommen da auch, glaube ich, nur ran. Kommen wir von hier auch ran? Nee. Oh, und da glitzert noch was. Wenn die Kisten jetzt halt hier so stehen, wie sie stehen. Ja, sie springt immer ein bisschen zu weit. So. Hübsch. Kellerschüssel. Interessant. Also nur leere Kisten. Leere Kisten so wie immer. Leeres Fass. Leeres Fass. Leeres Fass. Na toll. Okay. I'm sorry. Na. So, dass wir da an die Schüssel rankommen. Kleiner Schüssel. Leer, leer. Ah. Ah, kleiner Kasten. Dafür haben wir den Schlüssel. Und wir haben Gold, Malachiterz und magisch leichter Räuberhelm des Jägers der Rache. Und da fällt mir ein, ich hätte eigentlich den Helm auch mal aufziehen können für diese Untotenjagd da unten im Dungeon. Das habe ich völlig vergessen. Fernkampfrüstungswert. Nice. Aura der Vergeltung. Wahrscheinlichkeit von 10% eines automatischen Gegenschlags, bei dem der Gegner 20% des Schadens erleidet. 10% ist gar nicht mal so schlecht.
Ja, das heißt, wir haben den anderen Räuberhelm völlig umsonst gekauft. Na toll. Aber so teuer war der ja nicht. Ein kleines Festmahl hier. Das interessiert uns nicht. Da oben die Pflanze, die interessiert uns. Eichentränen. Nein, ich bin nicht überladen. Erzähl das nicht immer. Bernstein. Tada. Wenn ihr euch diesen harten, gelblich-braunen und durchsichtigen Stein aus der Nähe anseht, entdeckt ihr darin vollständig konservierte Insekten längst vergangener Zeiten. Schwarze Rose. Schön. Das freut mich natürlich besonders. Achso, die habe ich mir schon angeguckt. Gut, dann denke ich mal, ist es Zeit, in den Keller zu gehen. Es ist euch gelungen, das Schloss mit dem Schlüssel zu öffnen. Ja, danke. Die können wir alle offenbar kaputt schießen. Ja, okay, gut. Oh, schade. Und das, was da glitzert, ist leider kein Schlüssel. Ein Webstuhl. Und ein Spinnrad. Ja, das brauchen wir jetzt nicht. Wir haben schon genügend Junkfood bei uns. Gesundes Essen ist uns doch nur im Weg. Okay, es sah gerade so aus, als wäre das irgendwie hier so ein blauer Faden. Ich glaube, so direkt mit blauen Farbstoffen. Na gut, ich meine, das Buch ist auch blau. Ist aber eigentlich... Ich weiß gar nicht. Wie hat man eigentlich so Bucheinbände gefärbt damals? Weil blau ist ja an sich schon relativ... Toll, der Kasten ist leer. Echt jetzt? Ist ja schon ein recht seltener Farbstoff und teurer Farbstoff gewesen. Bauer Karls Tagebuch. Jedenfalls zu teuer, um für ein Tagebuch eines Bauern zu dienen. Ja, ein Questgegenstand. Wir fragen uns warum. Jetzt mache ich mir doch ein bisschen Sorgen, ob die Musik nicht zu laut ist. Ich hoffe, das geht. So, dann gucken wir mal in diesen Questgegenstand rein. Größtenteils sehr, sehr langweilig. Größtenteils. Das ist ein altes, staubiges Tagebuch. Karl Jakobsen steht auf dem Einband. Tagebuch lesen. Das Büchlein ist voll mit langweiligen Informationen über Getreideanbau und Viehhaltung. Von den schlimmen Schreibfehlern ganz zu schweigen. Plötzlich fällt euer Blick auf einen Abschnitt über einen Mann namens Berold, der offensichtlich Karls Frau den Hof gemacht hat. Karl hat Berold ermordet. Obwohl er scheinbar Schuldgefühle hat, ist er sicher froh, dass er nie erwischt wurde. Ja. Das dazu. Das heißt, wir können uns ungefähr ausmalen, wie seine Reaktion aussieht, wenn er erfährt, was mit zwischen Dana und Dirk ist, beziehungsweise wenn er überhaupt, sollte er jemals dieses Tagebuch von Dana in die Hände bekommen. Das geht sicherlich nicht gut aus. Ja, er hat jetzt auch ein Fragezeichen, das heißt, wir können ihn darauf ansprechen. Wir könnten das mal machen. Und ich nutze das jetzt mal kurz, um die Lautstärke zu testen. Moment.
Also es ist schon ein bisschen grenzwertig. Ich habe es jetzt noch mal ein bisschen korrigiert. Jetzt ist es hoffentlich besser. Und wir können auch noch mal jetzt im Spiel die Effektlautstärke noch ein bisschen runterdrehen. Also ich finde die Effekte halt wirklich extrem laut. Also vor allem natürlich diesen Krach, den die dann diese Schweine machen. Das sitzt fest. Dafür habe ich immer noch keinen Schlüssel. Irgendwie, ich weiß nicht mehr so genau, wie das war. Aber finden wir vielleicht noch. Okay. Ich wollte Karl darauf ansprechen. Oh. Willkommen zurück. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Schriftsteller in euch schlummert, Karl. Wusstet ihr, dass ich gute Krimis liebe? Ihr seid wirklich begabt. Machen wir mal das. Ja? Was wollt ihr damit sagen? Euer Tagebuch. Ich konnte einfach nicht aufhören und habe es förmlich verschlungen. Mein Tagebuch. Ihr hattet nicht das Recht. Oh nein, das kann nicht wahr sein. Dana, sie weiß nichts davon. Und auch hier haben wir jetzt natürlich noch die Auswahl, ihn quasi zu erpressen. Oder halt klipp und klar zu sagen, dass wir zu Hauptmann Roland gehen. Ihr müsst euch eurem Schicksal ergeben, Karl. Hauptmann Roland wird davon erfahren. Durch der Teufel, nein! Ich werde nicht in einem Kerker verrotten. Mit euch geschieht das Gleiche wie mit Berold. Beim Göttlichen, ich ertrage das nicht mehr. Ich gehe zu Dirk, zu dem Mann, den ich liebe. Ja, er kann Karate. Ja gut, okay, also ihr habt das Prinzip verstanden. Wir werden nicht dazu kommen, zum Hauptmann zu gehen. Er hat da definitiv was dagegen und Dana hat sich jetzt endlich entschieden, zu Dirk zu gehen, was ich schon hätte mal früher machen können. Also man kann ihr, finde ich, nicht unbedingt vorwerfen, dass wenn sie so ein extrem, ein Mann hat, der zu so extremen Mitteln greift, dass sie dann vielleicht nicht unbedingt sich entweder traut, direkt mit ihm zu sprechen darüber, dass sie eigentlich, die anderen helfen auch gar nicht, dass sie halt eigentlich gar nicht mit ihm zusammenleben möchte. Und oder dass sie überhaupt vielleicht auch gar nicht mit ihm zusammenleben möchte, wenn er so reagiert. Wer weiß, wie er so im Alltag dann halt vielleicht drauf ist manchmal. Ja, also von daher, das hilft uns bei unserer Entscheidung, dass wir das mit dem Liebesbrief, dass wir uns da auf die Seite von Dana stellen. Und und halt nicht auf die Seite von Karl. Und damit laden wir jetzt wieder neu, weil wir wollen ihn ja nicht. Wir wollen ihn ja nicht töten. Das heißt, wir werden einfach mit dem Tagebuch, so wie es ist, dann zu dem Hauptmann gehen. Wir werden auch nicht Dana davon erzählen. Ich glaube, das wäre auch nicht so gut. Sie hätte dann einfach nur extrem viel Angst oder so. Aber guten Tag. Redet mit, ich mache alles genau nach Vorschrift, Lomax, wenn ihr etwas braucht. Die Tür geht nicht auf. Ich muss offensichtlich den Schlüssel erst dazu finden. Na gut. Wir kümmern uns jetzt um das, was wir da oben gesehen haben. Na, wenn ich mir das so überlege, ich mag beide Lieder gleich gern. Schinken. Vielleicht können wir ja dem neuen Orden dann auch einfach
den Wildschweinschinken geben, nachdem wir uns natürlich versichert haben, dass er nicht mehr vergiftet ist, dass sie den stattdessen, statt des Schinkens der Hausschweine einfach nehmen. Also ich meine, gut, sie wollten 10 Schweine, aber wir haben auch inzwischen schon 4 oder 5 Wildschweine erledigt, von daher. Ja, eigentlich will ich den anderen, danke. Na gut. Was machst du denn? Okay, sehr schön. Und eine Erzader. Eisenerzader. Diamant. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Ich dachte eigentlich, dass sie das so gepatcht hätten, dass so Edelsteine in solchen Erzadern extrem selten sind. Hat wieder nicht geklappt, mit einem Schuss mehrere zu machen. Schade. Dann holen wir uns das Goblinherz. Genau. Und dann haben wir hier gesehen, gibt es einen Geheimgang. Ja, wenn wir jetzt hier gucken, dann sehen wir jetzt hier nichts. Aber wenn wir jetzt hier einmal unten sind, dann müsste das auf unserer Karte dann verzeichnet worden sein. Und hier, das sitzt fest. Ist sowieso Schluss schon für uns. Und auch hier haben wir wieder interessante Musik. Die wir jetzt einfach mal abkürzen, weil wir das jetzt noch nicht machen können. Ja, genau, jetzt ist das hier als Geheimgang auch verzeichnet. Und genauso wie jetzt hier auch die verlassene Gruft im Trümmertal. Aber ich werde jetzt auch mal die Kartenfunktion nutzen, um hier diese Truhe einzuzeichnen. Ich weiß nur noch nicht mehr so genau, wie das jetzt hier war. Ah ja, genau. Sehr schön. Dass wir das nicht vergessen. Okay. Und dann gucken wir jetzt hier mal noch ein bisschen weiter im, ja, ich hätte jetzt fast gesagt im Süden, aber das ist ja, glaube ich, genau das Gegenteil. Das ist ja jetzt hier Norden vom Hof aus. Also erst einmal haben wir hier einen Goblin. Okay, und da unten haben wir einen Goblin-Schamanen und mehrere Goblins. Ja, wo rennt er denn hin? Oh. Ich kann nicht. Hä? Achso. Ist vielleicht ein bisschen viel. Ja, sie sind auf Stufe 2. Ja, immerhin haben wir einen geschafft. Und eigentlich möchte ich mich um dich zuerst kümmern, weil du jetzt hier sonst anfängst, andere zu heilen. Das finde ich nicht so gut. Ja. So. Haben wir den anderen, den dritten schon erledigt?
offenbar. Okay. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Oh, da sind hier ist nochmal eine Erzader. Habe ich gar nicht gesehen. Ja, hier gibt es jetzt nur Eisenerz. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ah. Streitkolben. Wilbos Streitkolben, richtig. Den habe ich ja... Den habe ich gar nicht gesucht, aber der sollte ja hier noch irgendwie rumliegen. Den hat er ja hier auf dem Hof verloren. Und ich habe mich ja dann gefragt, wie man einen Streitkolben einfach aus der Hand verlieren kann. Und hat ein Zuschauer geschrieben, ja, Dana wohnt auf dem Hof. Wie kann er, warum wohl hat er den Streitkolben verloren, aus der Hand genommen? Ja, fand ich sehr interessant, sehr nice. Ja, und wir haben hier eine weitere Falltür, Karls Verlies. Das ist natürlich auch sehr interessant für uns. Auch das ist noch nicht eingezeichnet. Wieso ist denn das da jetzt so gehighlightet? Okay. Man weiß es nicht genau. Na gut. Oh. Oh. Und seht ihr die vielen roten Punkte? Dass es hier so viele gibt, wusste ich gar nicht mehr. Ah, wieder Stufe 4. Nein. Okay. Mir dann doch der Nahkampf ein bisschen lieber. Na? Ah, jetzt kommen sie gleich alle beide. Ich hoffe, es gibt nicht noch mehr rote Punkte. Und mit dem Schwert vergiften wir wohl auch. Das wusste ich gar nicht mehr. Interessant. Okay. Ja, wir haben es geschafft. Und wir sehen jetzt hier, ist so eine Tür, die eingedellt ist. Da kommen wir nicht irgendwie durch. Und dahinter sehen wir schöne Dinge. Und wenn wir jetzt auf die Karte gucken, dann ist es ja einfach nur so ringsrum. Warum ist es... Das verstehe ich immer noch nicht mit dem, warum das so gehighlightet ist. So, hier können wir wieder ein bisschen Randale machen. Ist auch ein bisschen interessant, dass der Karl ein Verlies hat. Mit Untoten. Wieder nicht geklappt. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Oh, ein Schlüssel. Na. Ein wackeliger Bücherturm, aber leider nichts zu mitnehmen. Schade. Gegenstand für meine Sammlung. Aber ja, hier ist jetzt merkwürdigerweise zu, obwohl es auf der Karte geradezu noch weitergeht. Sehr merkwürdig. Wir haben zwar einen Schlüssel gefunden, aber es gibt kein Schlüsselloch, um ihn anzuwenden. Ja, da sehen wir schon Druckplatte. Ich habe im Testspiel hier ewig rumprobiert. Ich habe das so lange nicht gefunden. Ja. Schon kommen wir durch. Also der Karl, der ist schon
Der ist kein gewöhnlicher, einfacher Bauer. Er hat hier so eine magische Barriere. Er hat, er kann Kung Fu oder Karate oder so. Schwer lesbares Gekritzel. Mhm. Er hat Leichen im Keller. Tote und Untote. Er hat ein bisschen Gold im Keller, okay. Ein bisschen nervt es schon. Ah ja, und auch hier brauchen wir wieder Schlösser knacken, so wie immer. Oh, okay. Die können wir auch nicht öffnen. Ah, okay, dafür gibt es den Schlüssel. Magisch, leichte Räuberarmschienen des Wächters der Rache. Schon wieder Fernkampfrüstung und zwei zu Lebenskraft und Aura der Vergeltung. Wieder noch ein Auge des Tigers. Also ein Tigerauge. Ja, gut. Das reicht ja auch eigentlich zu. Ja, dann lesen wir gleich mal hier das schwer lesbare Gekritzel. Erinner dich, Karl. Das ist Berold. Du hast ihn ausgebuddelt. Ich denke, du warst besoffener als ein Matrose in einem Rumpfass und wolltest die Knochen von dem Mistkerl in eins von Danas Kleidern stecken. Ja. Also das da ist Berold. Das heißt, er ruht gar nicht in seinem Grab, denn daran können wir uns ja erinnern. Wir haben ja den seinen Grabstein gefunden auf dem Friedhof. Und da hieß es ja, er wurde ermordet, aber keiner weiß, wer der Mörder ist. Aber eigentlich sind seine Überreste hier. Ja, traurige Geschichte. Tja. Das heißt, wir könnten in dieser Angelegenheit, können wir jetzt eben auch, wie gesagt, zu Leutnant Ludwig gehen. Also wir haben eine ganze Menge Quests, die wir abschließen können, wenn wir wieder ins Tummertal zurückgehen würden. Aber ich wollte ja jetzt hier noch ein bisschen mehr kämpfen. Aber das werden wir dann das nächste Mal machen. Das reicht erstmal für heute. Ich gucke nur noch mal nach, ob ich einen Punkt, den ich ansprechen wollte, noch vergessen habe. Zumindest irgendwas, was wirklich wichtig ist. Okay. Nein, ich habe soweit alles erzählt, was ich erzählen wollte. Okay. Ja, dann nochmal sorry dafür, dass es jetzt doch ein bisschen länger wieder gedauert hat. Ich muss auch mal gucken, wie lange das jetzt mit dem Bearbeiten und Rendern und so weiter dauert. Aber ja, und das ist auch was ganz Interessantes, was wir da hinten sehen. Und dann werden wir uns hier das nächste Mal drum kümmern. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis dahin macht's gut.